Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Wir machen heute griechische Nudeln mit Schafskäse, ein weiteres Rezept aus unserer One-Pot-Pasta-Reihe. Da brauchen wir immer nicht viele Sachen, wir brauchen nur einen Topf dafür, wir haben also ganz wenig Abwasch, wir haben wenig Zutaten, meist gute Zutaten. Was wir alles haben, das zeigt euch Luca nach dem Intro. Viel Spaß dabei. Moin moin und herzlich willkommen auch von mir. Ich stelle euch jetzt die Zutaten für unsere griechischen Nudeln mit Schafskäse vor. Und zwar haben wir, wie ihr seht, uns für diese Nudeln entschieden. Die haben wir euch natürlich genau wie alles andere auch in der Videobeschreibung aufgelistet, genauso wie die Mengenangaben. 200 ml Brühe, Olivenöl, Salz und Pfeffer, fein gehackte Tomaten. Dann haben wir Datteltomaten, 25 Gramm Salz. Wir haben grüne Oliven, die sind nur zum Garnieren später. Dann haben wir schwarze Oliven, Knoblauchzehen, eine Aubergine, Rinderhack und Schafskäse. An Hardware haben wir unseren Gaskocher und One Pot nach Wahl mit 2,5 Liter Wasser und ein Kochlöffel sowie eine Knoblauchpresse. Wir erhitzen unser Wasser und geben schon mal unser Salz mit dazu. Wenn das Wasser kocht, kommen die Nudeln mit dazu, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und in der schneiden wir alles, was wir noch klein schneiden müssen, klein. Ja, die Schnippelarbeiten sind jetzt erledigt. Wie ihr seht, haben wir unseren Schafskäse in etwas kleinere Würfel geschnitten, die Aubergine in etwas größere, unser Knoblauch ist gepresst, die Oliven sind in kleine Ringe geschnitten, unsere Tomaten haben wir einmal in der Mitte durchgeschnitten. Wir kochen jetzt unsere Nudeln nach Packungsanleitung und wenn die am Kochen sind, dann seid ihr wieder dabei. Ja, unsere Nudeln haben jetzt lang genug gekocht, die werden wir jetzt abgießen und dann sehen wir uns wieder, wenn wir unsere griechische Soße machen. Ja, die Nudeln sind abgegossen. Unser Topf ist leer. Da kommt jetzt ein bisschen von dem Olivenöl rein. Kleiner Schluck. Und als allererstes geben wir den Knoblauch dazu und dünsten den so ein bisschen an. Deswegen haben wir jetzt den Dutch Oven auch nicht auf Vollpower stehen, sondern wir tasten uns da langsam mal ran. Ah, da zieht schon schön ein Duft hoch. So, immer in Bewegung halten, denn anbrennen darf der uns nicht. Angebrannter Knoblauch schmeckt bitter. Und wenn ihr jetzt kommt, ja, du hast den ja aber durch die Presse und dann wird der bitter, wenn er in die Presse kommt. Nein, wird er nicht, zumindest meiner nicht. Ich habe das noch nie gehabt, ich halte das für ein Ammenmärchen, dass Knoblauch bitter wird, wenn man ihn presst. Ähnlich so, dass man Zecken nach links rum rausdrehen muss, weil die Gewinde haben. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Dass der Knoblauch bitter wird, wenn man ihn presst. Gut, jetzt habt ihr gesehen, kommt das Hackfleisch dazu und die Temperatur werde ich ein bisschen nach oben setzen, denn das werden wir jetzt schön anbraten. Da schauen wir jetzt einfach mal, ob da noch ein bisschen Öl nach muss oder ob das Fett im Hackfleisch ausreicht dafür. Wenn unser Hackfleisch so aussieht, dass es nicht mehr rot ist, dass es komplett diese Farbe hat, oh, es zieht einen Duft hoch mit dem Knoblauch allein, das reicht schon, dann ist es gut. Dann machen wir hier weiter, indem wir unsere Cocktailtomaten dazugeben. Die Oliven in Ringe geschnitten und die Auberginen. Alles rein in den Pott. Und das Ganze, das braten wir jetzt 3-4 Minuten erstmal schön mit an. Ja, ihr könnt die Gerichte wie immer in der Küche machen. Wenn ihr jetzt keinen Dutch Oven habt, das machen wir nur, weil wir immer draußen kochen. Ich weiß gar nicht, wenn ich zum letzten Mal drinnen gekocht habe. Alles für die Küche genauso möglich. Oh, das wird großartig, das merke ich so schon. 7 bis 8 Minuten haben wir es jetzt doch so gelassen. Das war mir ganz lieb. Jetzt steht hier ein megamäßiger Duft in der Luft und so sieht es gut aus. Und wir machen weiter, indem wir jetzt ablöschen. Einmal mit unserer Brühe und mit den gestückelten Tomaten mit der Dose. Das bringen wir jetzt zum Kochen alles zusammen.
Und wenn es denn köchelt, dann lassen wir es 10 Minuten köcheln. Ja. Aber da müsst ihr nicht 10 Minuten zugucken. Das kürzen wir für euch so ein bisschen ab. Bis gleich. 10 Minuten köchelt das Ganze jetzt. Die Flüssigkeit ist etwas einreduziert. Ein klein bisschen darf sie auch noch. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das Ganze ein bisschen würzen werden. Ich habe schon abgeschmeckt und zwar möchte ich noch ein bisschen Pfeffer dran haben. Ich habe hier wieder meinen Lieblingspfeffer oder einen meiner Lieblingspfeffer, den Chili Cherry Pfeffer. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, wie alles andere auch. Mein Lieblingspfeffer ist ja der Königspfeffer, die 7-Pfeffer-Mischung. Die verlinke ich euch aber auch. Und wir haben hier ein bisschen Salz. So, ich hatte hier oben das weggemacht. Ja. Das hören wir nochmal, das sollte so genügen. Und dann ist es gleich an der Zeit, dass unsere Pasta wieder mit ins Spiel kommt. Und ich habe es ja gerade schon abgeschmeckt, das habe ich ja gesagt. Boah, das ist so lecker. Schmeckt richtig schön griechisch. Klar, das sagt der Name ja auch schon. Und da fällt mir wieder ein, dass ich unseren Griechen hier im Ort so vermisse. Der hat zugemacht, jetzt haben wir keinen Griechen mehr im Ort. Die sind zurückgegangen nach Griechenland, meine Lieblingsgriechen. Wenn ihr das jetzt seht, ihr Lieben, ich weiß, Internet bekommt man auch in Griechenland. Ganz liebe Grüße, ich vermisse euch, ich muss jetzt selber griechisch kochen. So schaut's gut aus. Und die Nudeln kommen mit dazu. Nudeln, Pasta, ich sag manchmal das, ich sag manchmal das. Es ist für mich nicht ganz so wichtig, ob man Nudeln sagt oder Pasta. Pasta hört sich halt so ein bisschen eleganter an. Wir rühren die ganze Sache unter. Und eins gilt wie immer bei One-Pot-Gerichten und auch hier gilt es, wenn es dann fertig ist, dann darf es nicht mehr lange stehen, dann muss es auf den Teller und sollte möglichst schnell gegessen werden. Denn die Nudeln saugen natürlich immer weiter die Flüssigkeit auf und werden dann halt irgendwann so ein bisschen matschig. Und das gilt es zu verhindern. Von daher, wenn sie dann fertig sind, dann sollten die Gäste oder Familienmitglieder, je nachdem wer denn da geladen ist, auch in der Nähe sein, dass es gegessen werden kann. Ja, das Ganze lassen wir jetzt noch 2 bis 3 Minuten und dann können wir anrichten und da sehen wir uns dann wieder. Ja, da sind sie fertig, unsere griechische Pasta mit Schafskäse. Und wie ihr merkt, ist sie momentan noch ohne Schafskäse. Ich habe wieder so einen Pastateller hier, der uns immer anlügt und sagt, es ist nicht genug drin. Und wenn wir essen, merken wir dann, oh, es ist irgendwie doch genug drin. Und schaut euch das an. Hervorragend sieht's aus. Ja, eine Idee vielleicht noch. Eine Idee. Das soll genügen. Und als Deko obendrauf, ihr erinnert euch, hatten wir noch unsere Schafskäse-Würfel. Na komm her, du auch noch oben drauf. Ja, und ich denke, so sieht das richtig gut aus. Es duftet gut. Die beiden Oliven, die wir noch geschnitten hatten, die grünen, als Deko mit drauf. Ja, und dann können die Gäste kommen, würde ich sagen. Ja, kleiner Freund, du auch noch da rein. Ja, so für euch als Idee in unserer Reihe One-Pot-Pasta mal die griechische Pasta. Es riecht wirklich hervorragend. Macht das einfach gerne mal nach. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Es gibt noch mehr One-Pot-Pasta-Gerichte in Zukunft. Jede Woche eins machen wir sonntags um 9 Uhr. Gibt es immer ein neues Gericht. Da seid ihr mit dabei. Ja, ansonsten sagen wir hier immer bei uns, bleibt sportlich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis bald.